Mein Name ist Frank Schramm. Wir sind hier in Töplitz, wir gehören zu Werder und bewirtschaften 395 Hektar. Insgesamt haben wir 305 Tiere zurzeit und davon sind 170 Mutterkühe und 7 Bullen und der Rest ist Nachzucht bzw. schon unsere eigentliche Produktion, die Kälber für den Verkauf. Der Betrieb wurde von meinen Eltern 91 aufgebaut und seitdem betreiben wir Mutterkuhhaltung. Also unsere Tiere sind 365 Tage im Jahr draußen und die haben eben jeden Tag Licht, Luft und Sonne, wenn sie denn scheint, und sind dadurch, denke ich mal, auch gegen irgendwelche Krankheiten abgehärtet. Die Tiere werden einmal im Jahr geimpft und das war was an Medikamenten. Es sei denn, das eine Kuh hat irgendwie sich verletzt durch irgendeine Sache hier, durch Bäume oder sonst irgendwas oder gegenseitig, dann werden natürlich so andere Medikamente eingesetzt, aber generell Antibiotika nicht. Also unsere Tiere werden komplett mit unserem eigenen hergestellten Futter gefüttert. Das Einzige, was wir zukaufen müssen, sind Mineralstoffe, aber das sind Eimer, das ist Leckmasse und die können wir auch nicht selber herstellen. Wir können uns nicht Bio nennen, weil wir Dünger und Spritzmittel verwenden. Ansonsten würde auf unserer Märkischer Heide hier nicht so viel Ertrag kommen und dann könnten wir auch nicht so viele Tiere halten. Die Tiere hinter uns haben ja alle 2 Ohrmarken und dadurch sind die Tiere eben gekennzeichnet, auch in der Hitliste eingetragen und sind dadurch immer verfolgbar, wo sie sind, wo sie sich aufhalten und wer die gerade im Besitz hat. Und auch bis zum Schlachthof hin sind die verfolgbar. Sag mal, der Schlachthof kann sagen, das Tier kommt von so und so oder von dem und dem. Und dazu gibt es ja auch einen Rinderpass. Der muss ja immer beim Halter vom Tier sein. Und dadurch ist das auch immer, wie gesagt, verfolgbar. Hinter uns die Rinder, das ist unsere eigene Nachzucht. Und die haben jetzt noch ein bisschen Zeit, die müssen erstmal noch ein bisschen wachsen, bis sie das entsprechende Alter haben, dass sie gedeckt werden können. Und dann haben sie, also die Zukunft liegt darin, dass sie uns möglichst viele Kälber bringen. Also im Hintergrund sehen wir gerade, wie eine Kuh kalbt. Und jetzt momentan ist sie beim Pressen, weil relativ junge Kühe sind, kann es sich noch eine Weile hinziehen. Bei älteren geht es schon ein bisschen schneller. Tiere, die wir schlachten, bringen wir zur Landfleischerei. Dort werden sie geschlachtet, werden untersucht, was sie alles so gehört. Und dann werden die dort zerlegt und wir portionieren die, so wie die Kunden die das bestellt haben. Je nachdem, was sie eben haben wollen, Braten, Rouladen oder Suppenfleisch. Und das wird dann von mir persönlich ausgeliefert an den Kunden. Die haben vorher telefonisch bzw. per Fax oder E-Mail bestellt und dann kriegen sie das freitags geliefert und haben zum Wochenende ihr frisches Rindfleisch. Der Beruf an sich ist ein sehr schöner Beruf, weil man eben den ganzen Tag auch draußen arbeiten kann und in der Natur eben ist. Aber ansonsten hat das auch, sag ich mal, nicht nur positive Seiten, das hat auch negative. Und das heißt selbst und ständig arbeiten und das 7 Tage die Woche. Bei Tieren ist das so.